Herzlich willkommen auf dem Kanal The New Age Gaming. Gaming heißt FIFA 23. Wir sind wieder im Draft, wie ihr gleich sehen werdet. Doch bevor wir hineingehen, abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und kommentiert in die Kommentare, wie ihr zurzeit in FIFA klarkommt. Und vor allem, was eure Lebensträume und Wünsche sind. Denn ich will mit diesem Kanal und mit Hilfe von euch, mit der Community, euch da draußen so viel Lebensträume wie möglich erfüllen. Denn ich bin der Überzeugung, wenn ihr da draußen euren Lebenstraum erfüllt habt, werdet ihr zu einer ganz anderen Person, die nach außen hin strahlt und ihr dadurch andere Leute um euch herum damit anstecken werdet, dass sie ebenfalls nach ihren Lebensträumen gehen. Hoffentlich vielleicht sogar über diesen Channel. Das würde mich extrem freuen. Und so letztlich einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. So, dazu das. Schaut euch das letzte Video an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir gehen jetzt rein, wie ihr jetzt hier seht, in unser Team. Wir haben Bolin Hero im Sturm. Dann links Sahar, rechts Dembélé. Dann Gravenberg, Fred, Angelino. Schlotterbeck, Kastrup. Und ja, auf der Bank noch eine weitere Hero-Karte. Und da sind wir dann auch schon im Game. Grüße gehen raus an unseren Gegner. Und jo, wir spielen erstmal nach unten. L1X-Pass können wir sogar durchstecken. Machen wir auch auf Zaha. Ballrolle gehen doch noch außen durch. Brechen wir wahrscheinlich wieder ab. Oh, sexy Dribbling da. Angelino, da ist in der Mitte Bolin frei. Wollen wir es ein bisschen zu umständlich machen. Wir kriegen den Ball nochmal. Ganz außen ist Karsdorp. Ja, wollte ich Doppelpass spielen, haben wir Glück, dass er ankommt. Der war überhastet gespielt. Jetzt sind wir das erste Mal in der Verteidigung gefragt. Wie gesagt, Fünferkette spielen wir. Boah, Junge, Schlotterbeck, was für eine Grätsche. Das wäre jetzt schlecht. Aber Schlotterbeck, oh, wieder da, wieder ein schlechter Ball raus. Ja, gut verteidigt. Er kommt da fast glücklich durch. Gastrop erstmal mit einem Seitverzieher passt. So in 1 an 2 mal sehen. So, Dembélé, Gastrop mitgenommen. Nochmal, ja, abgewartet. Dann war Bolin frei. Heel to heel, Ballrolle, eher 1 nach hinten. Richtig ausgetanzt. War leider abseits, aber die Szene können wir uns nochmal anschauen. Mit Bolin war das in dem Fall. Wie gesagt, hier auch die Sache, weil ich ihn außen geschickt habt, ist glaube ich Kastrop. Dann könnt ihr sehr einfach über das Dreieck sozusagen mit eurem ZM spielen und dann ist der Flügelspieler frei. Hier in dem Moment habe ich gesehen, dass Bolin letztlich ins Abseits läuft, deswegen habe ich nochmal verzögert, bin nochmal außen durch und jetzt kann ich den Ball spielen. Dann hier zu hier und jetzt hier auch eine geile Kombination Ballrolle und R1 Dribbling. Sozusagen Ballroll nach außen in dem Moment, dann eher eins nach hinten und habe gleich zwei aussteigen lassen. Und dann spiele ich den Pass leider einen Tick zu spät. Aber nice Szene. Ja, der kommt nicht. Auch schon ein bisschen risikohaft. Und im Dembélé, den können wir lang schicken, der kommt aber zu lang. Gegner über die Mitte. Zurzeit überhaupt keinen Zugriff. Spielen wir unten. Der Pass ist zu schnell und zu überhastet. Militao geht dazwischen. Trellino, Gravenberg. Wir schicken wieder Angelino über. Abseits, ne? Aber hier genau die gleiche Szene.
wie oben, was ich schon meinte, ihr schickt hier Angelino, mache ich gleich L1X Pass auf meinem ZM. So, und jetzt seht ihr, Angelino läuft schon durch und jetzt spiele ich über meinen Flügelspieler und dann direkt durch, weil er durchgelaufen ist. Hat vom Timing jetzt natürlich nicht ganz gepasst, aber dass ihr sozusagen über einen ZM, über einen Flügelspieler euren Außenverteidiger, den ihr durchschickt, oder kann auch mal ein ZM sein, über einen Mann in der Mitte anspielt, was oft sogar effektiver ist, als wenn ihr direkt mit dem Ball, mit dem ihr den Pass gespielt habt, spielt. Ich hoffe, es war jetzt ganz verständlich. Aber dazu mache ich natürlich hier die einzelnen Szenenanalyse noch, um euch genau solche Szenen zu zeigen, damit ihr besser klarkommt. Und währenddessen haut er uns hier den Alves-Kanten Außenrutschschuss rein. Somit liegen wir leider unglücklich hinten mit 1-0. Aber gefühlt, wenn ich das Game nochmal so sehe, glaube ich, können wir offensiv durchaus was anrichten. Der Übersteiger war jetzt nicht so klasse. Nochmal abbrechen. Hat er gut antizipiert. Wir kriegen noch einen Freistoß. Wieder über den Flügelspieler spielen. Den Spielaufbau mache ich meistens über den Flügelspieler mit dem Außenverteidiger auf dem Flügelspieler. Und Außenverteidiger teilweise schon mit L1X dabei schicken und dann abwarten, ob er anspielbereit ist danach oder nicht. So, wieder auf dem Außenverteidiger. Diesmal ist der Innenverteidiger außen. Wollte ich auch wieder über den Außenflügelspieler spielen. Da stehen wir genau im Weg. Wollte wieder den Außenrissschuss machen. Das war dämlich, weil will ich da hin, ist keiner mitgelaufen. Den habe ich echt gerade drin gesehen. War ja aber zu Glück nicht. Wieder Außenverteidiger, wieder Flügelspieler. Da abwartend, habe den Außenverteidiger geschickt. Kann ihn jetzt halt da nutzen. Habe einen mehr im Angriff. Und abwarten, da läuft Polen richtig gut in die Lücke. Können wir rüberspielen. Ja, mit etwas Glück. Aber ich kann euch nochmal meinen Spielaufbau zeigen, was ich damit die ganze Zeit meine. Über den Außenverteidiger mache ich meistens einen L1X-Pass auf meinen Flügelspieler. Zack. Beziehungsweise jetzt schicke ich sogar meinen Außenverteidiger erst mit L1, weil ihr seht, er zeigt hier den Arm raus. Das heißt, ihr habt ihn geschickt und dann versuche ich mit Dembélé ein bisschen zu verzögern, kann ihn dann durchstecken. Jetzt haben wir dort enorm viel Raum und da ein bisschen verzögern und dann sehe ich, dass Brolin einen richtig guten Laufweg hat, das heißt, ihn können wir lang spielen. Und dann habe ich hier unten schon gesehen, dass Zaha müsste es denn sein, unten komplett frei ist und ich weiß gar nicht mehr, wie ich diesen Ball gespielt habe. Ich glaube, es war ein Steilpass nach unten und dann schießen wir und Glück gehabt. Aber drin ist Ding, der erste hätte schon reingehen müssen. Und somit haben wir relativ schnell den Ausgleich geschafft. Und Gegner versucht über die Außen. Packt da ein paar Skills aus. Hier versuche ich immer diese Mitte zuzumachen und hier ist dann teilweise der Fehler. Kann jetzt ein bisschen defensiv Verhalten von mir erklären. Ich habe da Grafenberg angewählt, wie ihr seht, und ich versuche
immer diesen Pass zum Stürmer zu verhindern. Jetzt sehe ich, dass er oben passt. Jetzt gehe ich nach oben, um diesen Stürmer zu verteidigen. So, und jetzt antizipiere ich schon, dass er definitiv zu seinem anderen ZM rüberspielt und dann wahrscheinlich auf den Stürmer spielen will. Und hier war ich einen Tick zu. Besser wäre es, glaube ich, gewesen, wenn ich jetzt schon wieder in den Laufweg des unteren Stürmers gehe. Aber ich gehe hier aggressiv, weil ich diesen Pass schon antizipiere, aggressiv auf den ZM. Aber sie merke hier, es hat vom Timing nicht gepasst. Und jetzt ist nämlich genau dieser Stürmer frei, den ich eigentlich verteidigen wollte. Dann muss ich Innenverteidiger anwählen, muss den Verteidiger hochholen. Und dann bekommen wir ihn. Nein, den darf ich nicht spielen. Haben wir Glück, dass wir durchkommen. Jetzt können wir ihn durchspielen. Aber der ist jetzt auch alleine. Er hat Einschusstäuschung probiert. Da stehen wir. Ein sehr riskanter Ball. Kommt aber an. So, jetzt müssen wir nach hinten laufen. Genau deswegen holen wir unseren Torwart raus. Macht dann Flugkopfball, ja moin. Und jetzt ist es eklig, weil oben frei ist. Ja, das war so eine Sache. Liegen wir wieder zurück. Das ist die Sache, ob wir vor der Pause eventuell noch den Ausgleich schaffen können. Der Pass ist ja verhungert wie sonst was. Oh, jetzt haben wir wieder eine 2 gegen 1 Situation. Peter Crouch, halten wir. Hier müssen wir aufpassen, weil er mit Peter Crouch natürlich extrem guten Kopfballspieler hat, weil ich glaube, weiß ich, 2,1 Meter oder sowas ist der. So, Gravenberg wieder über außen. Jetzt spielen wir diesmal Lines X zum Stürmer, muss ich nochmal nach oben verzögern. Das macht er gut mit ganz vielen Doppelpässen. Spielt dann zurück. Und da haben wir wieder Glück, dass es hier nicht 3:1 steht. Hier wird ZM zum Flügelspieler gespielt. Wie gesagt, ihr seht, ZM habe ich starten lassen. Den spielen wir jetzt an. Verhungert leider ein bisschen der Pass. Kommt er seinerseits nochmal. Können wir auch dazwischen gehen und dann ist Halbzeit. So, zweite Halbzeit geht los. Wir bekommen den Ball, verlieren ihn direkt wieder. Spielt er gut zurück und jetzt Crouch, aber wichtig, dass wir dann den Innenverteidiger angewählt haben. Warte ich, ob ich ihn durchstecken kann. Kann ich nicht. Habe ich gut abgebrochen. Damit Angelino. Nochmal zurück. Oben wieder Angelino. Dann läuft einer hinten rum. Das spielen wir diesmal nicht an. Jetzt kommen wir durch die Mitte. Hat sich Bohlen irgendwie komisch bewegt. Oh, oben. Zum Glück läuft er ins Abseits. Das müssen wir verteidigen. Mitte verteidigen. Ja, weil die Flanken, vor allem mit Crouch in der Mitte, können immer gefährlich kommen. So, wieder gedreht. Ja, genau das meine ich, aber das stimmt das Timing wieder nicht, wa? Doch, es stimmt noch. Nice. Knallen wir fast mit Angelino rein, aber genau das meinte ich. Mit dem Aufbau. Ja, zurück. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich Angelino geschickt habe. Das seht ihr immer daran, dass er den Arm so zeigt, hier, spiel mir den Ball nach vorne, so nach dem Motto. Und dann dachte ich hier kurz, dass ich jetzt nämlich Steilpass spiele, denn wäre er auch durch, aber wie gesagt, ein bisschen smarter ist es oft, dass du dann über noch eine Mittelposition spielst, in dem Fall über meinen Stürmer vorne, dass ich jetzt den Stürmer druckvoll anspiele und dann weiterspiele, weil dann ist er vom Timing her perfekt. Ne? Weil dann kann er diesen Sprint, in der, weil er schon in Vollgeschwindigkeit ist, kann er nicht mehr mitgehen. Ne? Und dann
Ja, ist Angelino leider nicht der beste Schütze. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir oben und unten verteidigen. Ich habe mich dazu entschlossen, unten zu bleiben. Aber dann spielt er in den Rückraum, dass wir denn nicht verteidigen. Und somit liegen wir 3 zu 1 hinten. Das war natürlich nicht so der Plan. Ja, da ist wieder Castrop durchgeschickt. Ah, wollte ich mich außen durchlacken. Ich spiele die Ecken eigentlich immer kurz. Elastico. Ah. Oh, da macht er einen Fehler. Aber wir kommen nicht ganz durch. Aber den zweiten Ball bekommen wir wieder. Jetzt ganz oben war eigentlich frei. Suchen wir jetzt. Der funktioniert dann aber nicht. Muss ich ganz oben den Außenverteidiger früher anwählen, um da den Laufweg mitzugehen. Hat er stark gemacht. Und da ist Crouch. Ja, macht er den Hacken-Trick. So, langsam läuft uns ein bisschen die Zeit davon. So, Dembélé, wir haben unten Castrop wieder mitlaufen. Schusstäuschung entstand. Zurück in die Mitte. Machen wir gut mit Fred. Dann auf Bolin. Aber wieder abseits. Wieder jetzt in diesem Fall. Einen Tick zu spät jetzt schon auf den Außenverteidiger gehen und mitlaufen, weil ihr seht, er hat ihn geschickt. Mache ich nicht, ne? Und dann ist nämlich genau die Gefahr, dass er dich auf dem letzten Meter einholt. Hatte ich hier nochmal Glück. Und Trelino spielen wir den langen Ball, er kann ihn nicht komplett klären. Nach hinten mitlaufen. Sehe ich gleich, habe ich wieder einen Fehler gemacht. Zum Glück ist es kein Tor, denn wie ich es schon gesagt habe, ich mache es bis hierhin richtig. Ich wähle jetzt den Innenverteidiger an und gehe den Laufweg mit. Bloß was ich jetzt, weiß ich auch nicht, warum ich das mache. Plötzlich wechsle ich wieder zum Außenverteidiger. Und dann kommt er nicht mehr hinterher, weil der ganze Schwung ist, mit ist, weg ist. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob es einfach eine Fehlereingabe von mir war. Wahrscheinlich. Aber eigentlich bin ich ja da mitgelaufen. Somit spielt er um den Strafraum rum, ist immer gefährlich. Vor allem, wenn man sich da locken lässt. Das macht er gut. Ja, Rückraum habe ich eigentlich verteidigt, habe ich Glück. Also jetzt haben wir wirklich Glück. Wir hätten ja auch schon 2 Buden bekommen können. Hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Der Abstoß war dann extrem mau, weil es total unnötig war. Ist das denn auch für ein Pass? Haben wir Glück, dass er trotzdem ankommt. L1X mit Mbele. Jetzt. Oh, habt ihr es gesehen? Okay. Deswegen spiele ich auch diesen Pass, weil hier erstens mal L1X auf Dembélé, also von Dembélé, damit wir Dembélé wieder spielen können. Und jetzt seht ihr in der Mitte, ich glaube Fred ist es, ne? Wie der in diese Richtung sprintet und da wusste ich, Junge, der zieht durch und zack, plötzlich bricht er ab. Und genau in dem Moment spiele ich dann den Pass. Da denke ich mir auch so. Echt jetzt. So, er schickt wieder Peter Crouch. Kann ich wieder nicht verteidigen. Aber aus der Distanz macht er es auch nicht. So, dann bringen wir noch ein. Ach, ich wechsle sogar die Taktik. Ist ja sehr interessant. Stelle tiefer auf 71. Breite, enger. Interessant.
Ich dachte, ich wechsle Spiele aus, aber war irgendwie nicht der Fall. Schauen wir mal, ob uns das hilft. Und da ist Peter Crouch. Und teilweise können andere, ich weiß nicht, ob ihr es auch könnt, Ecken und dann Kopfballtor passiert echt oft gefühlt. Und kann man teilweise nicht verteidigen. Ja, somit 80. Minute und wir liegen 4 zu 1 hinten. Das ist natürlich äußerst mau. Wir versuchen trotzdem noch alles. Castop. Nochmal durch die Mitte. Bowlen, da läuft Grafenberg richtig gut durch und den können wir reinmachen. Hier schicke ich ihn mit L1, also laufe in die Richtung von Grafenberg, tippe L1, dann sprinte da durch, dann verzögere ich und dann kann ich diesen Pass extrem gut durchstecken. Und somit nur noch 4 zu 2. Vielleicht ist ja doch noch was drin in dieser Partie. Acht Minuten haben wir noch. Ich stelle jetzt Team Pressing ein. Ne, Abseitsfalle habe ich erstmal eingestellt. Ich mache dann einfach einen Trick zum Glück für uns. Da wir den Ball bekommen. So, den können wir dann Seitenwechsel spielen, gefährlicher Seitenwechsel. Deswegen kommt der nicht an. Da verschätze ich mich extrem beim Rauslaufen. Zum Glück kommt der, passt dann auch nicht sonderlich in den Lauf. So, Bowlen verzögert, schicken wir Dembélé auf die Reise. Können ihn dann anspielen. Oh, nice gemacht. So, und hier ebenfalls, ne? Ist letztlich immer das gleiche Prozedere. Ich bin hier unten mit Bowlen, lauf kurz zurück, tippe L1, damit Dembélé den Lauf startet. Dann gehe ich mit Bowlen nach unten, um den Passwinkel zu verbessern. Und jetzt können wir den Ball spielen, weil Dembélé in Volltempo ist, der Verteidiger nicht. Können wir durchstecken. Dann mache ich hier einen Scoop-Turn, lege nochmal zurück und dann einfaches Tor, sodass wir nochmal rankommen. 4 zu 3, 88. Minute. Und jetzt nochmal All in. Ja, spielt nur auf Zeit. Jetzt mache ich das Teampressing an. Ja, aber bewusst spielt er natürlich nur hinten rum. Jetzt steckt er nochmal durch. Glück gehabt, aber selbst wenn ich ihn lang spiele, ist abgepfiffen. Ja. Schade. Deswegen verlieren wir Spiel 1 und wir gehen jetzt in die Rewards rein. Leider enges Game doch verloren. Wie gesagt, Silberspieler-Pack und zwei Gold-Packs sind die Belohnungen. Silberspieler-Pack wissen wir alle, da ist nichts drin. Und deswegen klicke ich gleich die Animation weg. Hau mir trotzdem. Hau mir trotzdem alle weg. Mit der Zeit. Und dann geht es jetzt weiter mit den Goldpacks. Goldpack Nummer 1. Und wir ziehen Nwaer, belgischen Innenverteidiger Vertonghen. Auch nicht wirklich spielbar, aber immerhin 81er Spieler. Ja, und dann gehen wir auch ins letzte Goldpack. Hoffentlich haben wir doch noch was Gutes drin. Oh, sieht schon nach Nonware aus. Also nichts Gutes. Kepa. Naja,
dachte kurz, er ist das wert wegen Chelsea und Spanien an sich gute Nation. Aber genau, das war es dann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gern ein Abo da. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt unbedingt eure Träume und Wünsche im Leben in die Kommentare. Und natürlich, was ihr noch gerne als FIFA-Content von mir sehen wollt, wo ihr noch Probleme habt, dann kann ich gerne dazu ein Video machen. Und zum Abschluss sage ich mal wieder, Welcome to the New Age. Ciao.